Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horse Life Freunde für immer. So, wir sollten den Ritt hier ja mit Mustang machen. Ich habe euch schon wieder so gesagt. Na toll. Unser letzter Ritt hier mit Mustang anscheinend. Also ich wollte schon so sagen, so, oh, jetzt darf ich mir aussuchen, wo ich lang reiten will. Das finde ich halt cool, aber darf ich ja doch nicht. Na toll. Ach, irgendwie tut mir schon leid, ne, dass wir hier den Mustang jetzt halt eben wahrscheinlich dann nicht mitnehmen können und den letzten Ritt hier machen. Aber ich finde das auch nie immer schlecht, dass wir eigentlich ja vor allen Dingen die Weltmeisterschaft so gesehen hier in den USA eigentlich dann trotzdem noch mit Willi abgeschlossen haben. Also ist doch eigentlich für alle was Gutes bei rausgekommen, ne? Also Rocky Mountains haben wir hier mit dem Mustang gemalt. Das andere haben wir einfach hier mit Willi gemacht. Und von daher ist es doch eigentlich echt alles super gelaufen. Vielleicht sollten wir auch ein bisschen dafür auch ein bisschen langsamer mal reiten. Einfach nur, um das hier noch ein bisschen zu genießen. Aber scheint wir später Nachmittag oder sowas zu sein, ne? Scheint hier jetzt nicht so die pralle Sonne und es bezieht sich wieder ein bisschen. Ich glaube, das ist mal irgendwie dann ein Zeichen, dass es ein Nachmittag irgendwie sein müsste. Aber uns kann das ja dann halt bisher egal sein. Vielleicht finden wir noch sogar irgendwas Schönes oder Interessantes. Und sieht eigentlich der Mustang immer eigentlich gleich aus oder kommt das eigentlich mal abhängig darauf an, welche Farbe das Pferd hatte? Das könnt ihr mir mal vielleicht sagen, einfach. Also die es eh schon mal gespielt haben. Oder sein, ja, vielleicht finden das welche doch denn eher als Spoiler vielleicht. Das könnte natürlich sein. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Also für mich wäre das echt interessant, mal das zu erfahren. Ob der Mustang immer gleich aussieht oder ob er wirklich andere Farben hat. Ich meine, ihr braucht ja nie mehr sagen, welches Pferd. Also welche Farbe euer Mustang hat, einfach ja nur so reinschreiben, ja, meiner sah anders aus und das war's ja. Ich meine, das ist ja kein Spoiler, das ist ja dann ist es ja erst richtig interessant. Ne, dann kann man ja wirklich so sagen, so, oh, dann nehme ich mal beim nächsten Mal ein anderes Rasso und eine andere Farbe und alles, ne, und dann probiere ich mal alles durch. Ich meine, das könnte ich dann auch mal machen, ne. Ich meine, das könnte ich ja sowieso dann vielleicht machen. Naja, aber nochmal so eine Spezialfolge machen und dann jedes Pferd nehmen. Und dass ich erstmal hier bis zur USA komme und dass wir dann ab der USA wieder zusammenkommen, so gesehen. Und dann schauen wir mal so, ob der Mustang hier seine Farbe ändert oder nicht. Das wäre eigentlich mal cool. Da kommt mir doch wieder eine super tolle Idee eigentlich. Also finde ich jetzt. Also ich finde die Idee gar nicht mal so schlecht. Man muss es ja nicht wieder so übertrieben, so eine lange Let's Play machen wie jetzt hier so zugesehen. Ne, sondern einfach, dass ihr wirklich dann einfach nur guckt, ändert sich die Farbe von den Mustang oder ändert sie sich nicht. Ich meine, wenn sie sich bei der einen Rasse und der anderen Farbe da sich nicht ändert, dann gut, dann braucht man es ja eh nicht ausprobieren. Weil dann ist es ja auch nicht mehr interessant. Aber ich bin ganz froh, dass man hier auch keine Schlange gefunden hat. Oder auch, obwohl trotzdem recht schade, dass man hier keine Schlange oder so hätte fotografieren müssen oder so. Das wäre noch lustig geworden. Warum reite ich hier eigentlich nur noch durchschnittlich? Was soll denn das? Ich glaube, das war schon mein zweiter Sprung oder so, den ich durchschnittlich gemacht habe. Also mehr Konzentration hier bitte. Achso.
Wusste doch, eigentlich müsste ich es doch dieses hier wieder in einem schnelleren Tempo nehmen. Naja, ich bleib jetzt mal hier im schnelleren Tempo. Ah ja, stimmt, hier ist ja diese Schlucht. Oh, wartet mal. Da möchte ich mal eben ganz, ganz gerne mal ausprobieren, ob man hier irgendwie so ein richtig fantastisches Bild irgendwie hinbekommt. Das ist auch irgendwie cool. Das will ich eher ein bisschen Wald mieten. Naja, zu viel Stein. Okay, und was ist, wenn man mir so und dann versuche ich mich mal halbwegs irgendwie hier so rumzudrehen. Aber das muss doch eigentlich auch voll hübsch sein. Ja gut. Okay. Entschuldigung. Ich fand das nur gerade eine richtig tolle Idee irgendwie. Ah, wieder perfekt. Sehr schön. Weil es waren, ich fand das gerade irgendwie voll hübsch. Diese Ansicht irgendwie. So mit ein bisschen mit so einer Schlucht und der Brücke und... Was ist denn das denn da? Guck mal, könnt ihr es sehen? Wartet mal. Und zwar das da. Das sieht jetzt sehr interessant aus. Sehr interessant. Ja, ich finde immer noch irgendwie so doch noch sehr doll interessante Sachen anscheinend. Oh, da ist schon das Ende. Schade. Oh. Das ist ja voll traurig. Oh Mann. Ach, armer kleiner Mustang. Du warst schon cool. Alles hat ein Ende. Auch diesen Ritt hast du erfolgreich zu Ende gebracht. Gut gemacht. Oh. Oh. Das war ein guter Ritt. Dein Pferd ist bestimmt sehr zufrieden. Bist du gerade von deinem Ritt auf dem Mustang zurück? Es freut mich, dass du die letzte Zeit auf unserem Gestüt genießt. Ich möchte, dass du dich jetzt in Vorbereitung auf die Reise um dein Pferd kümmerst. Es hat schließlich einen langen und anstrengenden Flug nach Hause vor sich. Komm zu mir, wenn du fertig bist. Okay. Oh, armer Willi. Oh, guck mal, wie müde er ist. Oh. Oh, der ist richtig müde. Oh. Oh. Achso. Er hat mir schon freiwillig die Bürsten in die Hand gedrückt. Das finde ich ja nett. Nett Spiel, danke. Das ist sehr lieb von dir. Vorsichtig, Willi. Nicht, dass ich dir wieder außerdem weh tue. Möchte ich ja nun mal auch nicht. Oh, was habe ich gesagt? Ich möchte dir nicht weh tun. Naja, so viel dazu. Ups. Oh Mann, oh, ich dachte die Bürste... Oh Mann, oh. Ich sehe doch manchmal nie mal, wo die Bürste ist. Ich drücke doch einfach nur schon mal gleich drauf. Weil meistens ist sie mal erst irgendwo da hinten. Und dann passt das eigentlich schon immer. Ich wusste ja nicht, dass sie schon heute so weit vorne ist. Guck mal, du bist eigentlich voll sauber immer, Pferd. Aber es liegt wahrscheinlich echt an den Bürsten. Muss ja einfach. Woran sollte das denn sonst liegen?
So. Juhu, wunderhübsch. Gut, du bist also reisefertig. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen traurig, dass du fort musst. Also, liebe Cousine, ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben. Dein Besuch hat uns viel bedeutet und du wirst uns sehr fehlen. Ich wünsche dir eine gute Heimreise und hoffe, dass wir uns sehr bald wiedersehen. Hi, ich bin's. Ich konnte dich nicht abreißen lassen, ohne dir zu sagen, wie viel Spaß es mir gemacht hat, gegen dich anzutreten. Du bist wirklich eine tolle Gegnerin. Ich bin sicher, früher oder später treten wir wieder gegeneinander an. Komm gut nach Hause. Ja, machst du auch gut. Bis bald, bis bald. Ach, Sonja, sei doch nicht traurig. Ich bin ja auch traurig, dass du gehst. Ich möchte hier nicht weg. Aber ich bin auch froh, dass wir uns kennengelernt haben. Es hat Spaß gemacht, dir beim Reiten zuzusehen. Ja, es hat auch Spaß gemacht, bei dir einzukaufen zu gehen. Ich wünsche dir eine sichere Reise. Dankeschön. Und kümmere dich um Willi. Er sieht gerade nicht besonders gut aus. Ja, er hat Reisefieber, das ist immer so. Wir sehen uns bestimmt wieder, Sonja. Ja, bestimmt. Oh, tschüss, Rosa. Auf Wiedersehen, Leute. Es war doch so schön mit euch. Oh, endlich wieder daheim. Ach, ist es doch schön. Schön, wieder zu Hause zu sein. Du solltest dich immer gut um dein Pferd kümmern. Toll, kaum sind wir angekommen, kommt natürlich sein Spruch natürlich wieder. Ne? Das ist ein schöner Erfang. Ach, ich hab dich auch vermisst. Hallo, Sonja. Hallo. Du siehst gut aus, trotz Jetlag. Ich hab gar kein Jetlag. Mir geht's voll gut. Hattest du eine gute Reise? Wir haben alles über dich in der Zeitung gelesen. Du warst unglaublich. Du hast uns allen sehr gefehlt. Ja, ihr habt mir auch so gefehlt. Oh, es ist so schön, wieder da zu Hause zu sein. Aber jetzt bin ich hier, weil ich schlechte Nachrichten habe. Was für schlechte Nachrichten? Was für schlechte Nachrichten? Deinem Pferd geht es nicht gut. Oh, was hat denn Willi? Was hat Willi? Ich weiß nicht, woher es kommt, aber da gibt es ein Problem. Oh, was denn für ein Problem? Warum? Komm, gehen wir zu ihm. Ja, aber auf alle Fälle. Oh nein, er hat Aua am Bein. Mein armer Willi. Oder er sagt unser armer Willi. Was habe ich ihm nur angetan? Hallo Sonja. Francis war bei mir. Offenbar ist Willi ernsthaft krank. Ja, habe ich gesehen. Die zwei Reisen waren wohl zu viel. Ja, ich hätte ihm das niemals zutrauen dürfen. Francis meint, dass eine Operation helfen könnte, aber die Diagnose ist trotzdem nicht ganz positiv. Warum denn nicht? Ich will Willi nicht verlieren. Für eine solche Operation benötigt er besondere Ausrüstung und Bedienungen. Und was muss ich dafür machen? Wir können uns das leider nicht leisten. Was? Aber ich habe einen Freund, der mir neulich von einem Grand Prix mit großer Gewinnsumme in Griechenland erzählt hat. Da muss ich hin. Mein Freund hat mich gefragt, ob du wohl so kurz nach deinem Sieg bei der Weltmeisterschaft daran teilnehmen möchtest. Beim Grand Prix kommen einige der besten Reiter der Welt zusammen, aber du hast gute Chancen zu gewinnen. Ja, aber auf alle Fälle. Meinst du schaffst das ohne Willi? Ich fürchte, wenn du die Operation bezahlen willst, dann hast du keine Wahl. Ja, natürlich. Ich mach das ja dann nur wegen Willi, also. Ich rufe gleich mal meinen Freund an, dann kannst du ihn auf seinem Gestüt besuchen. Du wirst bald aufbrechen müssen. Ja, macht nichts. Hauptsache, wir können Willi retten. Wo fliegen. Ach ja, wir fliegen jetzt ja nach Griechenland. Das wollte ich gerade schon sagen, wo fliegen wir jetzt hin, aber ist ja nach Griechenland. Aber Willi. Oh Mann. Hallo Sonja. Hi. Ich bin Achilles, ein sehr guter Freund deines Onkels. Willkommen auf meinem Gestüt. Ja, ich muss jetzt aber Willi retten.
Ich weiß, hier sieht es genauso aus wie bei deinem Onkel. Ja, richtig. Ganz komisch. In der USA sah es auch so aus. Mir hat es bei ihm so gut gefallen, dass ich hier in Griechenland eine exakte Kopie aufgebaut habe. Das hat der Cousin von mir wahrscheinlich auch so gedacht. Ich weiß, warum du hier bist. Wir haben alle davon gehört. Wie schrecklich, aber Kopf hoch. Ich weiß, du wirst diesen Grand Prix gewinnen und dein Pferd retten, aber sowas von darauf kannst du dich sowas von verlassen. Ich bin hier nicht allein. Meine kleine Schwester Anna kümmert sich um den Laden. Du musst ihr verzeihen, wenn sie etwas kurz angebunden ist. Sie hat einfach nur so viel zu tun. Ja, ja, das kenne ich. Ich schlage vor, du verschwindest. Oh, sorry. Ich schlage vor, du verschwendest jetzt keine Zeit mehr. Geh gleich zum Stall und suche dir ein Pferd aus, mit dem du trainieren und am Grand Prix teilnehmen möchtest. Okay. Gut, können wir uns ein neues Pferd aussuchen, Leute. Cricket, Anglo-Araber. Küste-Araber. Wahrscheinlich, na, sagt jetzt jeder zu, oh, nimm unbedingt den Schwarzen, du musst unbedingt den Schwarzen nehmen. Ich guck weiter. Achso, es gibt nur die beiden. Ich muss sowieso den Schwarzen nehmen, weil ich mag diese Farbe nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich mag die Farbe nicht. Wir müssen den Schwarzen nehmen. Also von daher. Okay, wir haben uns ein Pferdchen ausgesucht. Bevor ich hier noch das länger noch weiter in die Höhe ziehe. Schlage ich doch mal vor, wir machen beim nächsten Mal, gehen wir mit ihnen erstmal auf die Weide, dass er uns kennenlernt, wir ihn kennenlernen, aber wir müssen noch Bären und alles andere kaufen. Das machen wir alles in der nächsten Folge und wir werden hier uns noch ein bisschen umschauen, was wir hier vor allen Dingen jetzt auch mit dem Pferd machen können und wir müssen natürlich unbedingt Willi retten. Also, drückt das Däumchen hoch, wenn euch dieses Video gefallen hat und kommentiert einfach, wie schrecklich ihr findet, dass Willi krank ist. Es ist echt schrecklich. Und abonniert mich einfach, wenn ihr halt eben ab jetzt natürlich wirklich so sagt, so, oh, jetzt muss ich sie abonnieren, weil jetzt will ich natürlich unbedingt wissen, wie es weitergeht mit Willi. Schafft sie es, Willi wieder zu retten? Also, dann abonnieren. Also, bis denn und tschüss.